herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe oder auch auf Hochdeutsch Personaltrainer. Bekannt auch als Mr. T. Heute wieder mit der spannenden Frage, die immer wieder auftaucht und zwar jedes Jahr das gleiche seit knapp 30 Jahren, die ich als Betreuer tätig bin. Betreuer für gesunde Menschen natürlich, die Wünsche haben für Gewichtsreduktion, die Wünsche haben zum Thema Fitness, toller Körper, vitaler, fitter Körper, kommt immer die Frage vor Weihnachten. Über alle Kanäle. Es ist bald Weihnachten. Was soll ich tun? Ich werde bestimmt zunehmen. Was soll ich tun, wenn ich bei der Oma, Opa, bei meinen Eltern, bei meinen Freunden eingeladen bin zum Essen? Wie soll ich hier agieren, reagieren? Sendepause ganz kurz, gehen wir mal tief in uns. Ganz tief natürlich, logischerweise. Was fällt uns dazu ein? Mir fällt dazu Folgendes ein, und zwar Folgendes. Und zwar das Gleiche, wie ich jedes Jahr erzähle. Das Gleiche, wie ich jedes Jahr meinen Kunden, meinen Beratungskunden mitgebe und sage, es gibt mehrere Möglichkeiten. Es gibt verschiedene Optionen, damit umzugehen. Die erste Option und die beliebteste Option ist zu sagen, es ist Weihnachten. Jo, Weihnachts denn schon? Genau, es ist Weihnachten. Und wenn es Weihnachten ist, da gibt es Kekse, da gibt es Kuchen, da gibt es Schokolade. Und das könnte man alles essen. Warum auch nicht? Es ist ja Weihnachten. Und Weihnachten ist das ganze Jahr. Und somit besteht das Risiko bei dem einen oder anderen, dass die Weihnachtswampe ein kleines bisschen anschwillt. Dass man über Weihnachten, je nach Körperstruktur, Körpertyp und natürlich nach psychischer Verfassung, je nachdem wie viel wir von diesem Zuckerfutter in uns reinstopfen und auch dieses Fettfutter, das Raclette heißt, glaube ich, mit ordentlich Schweizer Käse mit 70% Fett, danach ein schönes Dessert, danach noch eine Flasche Wein dazu und weil es gut ist, noch eine Tüte Chips. Da kommen dann schon, je nach Körpergröße und je nach Engagement, bis zu 4, 5 Kilo, 6 Kilo dazu. Bei manchen auch nur 1,5 Kilo oder 2 Kilo. Bisschen was ist auch was, das ist nicht alles Fett. Ja, na und? Dann ist es tatsächlich so. Und dann fange ich eben am 31.12. oder am 29. oder auch am 2. oder 3. Januar und sage, so, es reicht. Ich weiß, wie es funktioniert, wie ich mein Fett wieder loswerde. Und ich arbeite dieses Fett mit gutem Gewissen ab. Warum? Weil ich Weihnachten genossen habe. Oder andere Möglichkeit zu sagen, ich weiß, wie es funktioniert. Ich muss an Weihnachten keine Süßigkeiten essen. Ich muss an Weihnachten kein fettes Käse-Raclette essen, sondern ich esse an Weihnachten einen schönen Wildschweinbraten oder auch was Veganes, wie der Asim zum Beispiel, oder was Vegetarisches. Esse das und guck, dass ich so nah wie möglich an meine Idealvorgabe, an meine Vorstellung meiner gesunden Ernährung komme. Und was passiert? Ich werde geringfügig eventuell vielleicht ein bisschen zunehmen, weil ich gesamtkalorientechnisch ein bisschen mehr esse und mich weniger bewege, weil ich nicht arbeite. Das war die Option Nummer 2. Jetzt kommen wir zu der Option Nummer 3. Ich esse alles. Ich esse alles, was mir in den Weg kommt, weil ich einfach Bock dazu habe. Ich denke überhaupt nicht drüber nach, ist mir völlig wurscht, was die Waage sagt, weil ich Zeit habe, Sport betreibe. Ich gehe draußen laufen, ich gehe ins Fitnessstudio, ich gehe zu Hause in mein Fitnessstudio, so wie ich es mache. Ich trainiere zu Hause, trainiere in meinem eigenen Fitnessstudio und hau mir die eventuell paar Kalorien, die ich persönlich zusätzlich zuführe, hau ich mir durch die Bewegung runter. Warum? Weil ich mich gerne bewege. Und was habe ich für einen Vorteil? Ich muss am 31. oder am 1. und 2. nicht mehr, ich habe so viel Gewicht, ich weiß gar nicht, woher es kommt, sondern ich habe es einfach im Griff, weil ich es abgearbeitet habe. So haben wir drei Optionen, drei verschiedene Optionen. Und ich denke, jeder sucht sich jetzt am besten seine Option raus und hört am besten jetzt auf zu jammern, denn das nützt auch nichts. So wie es ist, ist es. Und da wir ja alle erwachsen sind, mündig sind, wählen dürfen, Kinder in die Welt setzen, wissen wir auch, was wir in diesem Bereich tun müssten. Wenn wir es nicht wissen, dann schauen wir einfach die Clips von Mr. T an. Ich hoffe, da war ein bisschen Spaß mit dabei. Ihr dürft auch ein bisschen Spaß verstehen. Warum? Weil wir nicht in den Keller zum Lachen gehen. Wir bleiben oben und lachen. Haha, weil es Spaß macht.
Also ihr Lieben, einfach ganz entspannt in Weihnachten reingehen, nervt eure ganzen Verwandten nicht mit eurer Geschichte, dass ihr jetzt unbedingt Diät macht, bla bla bla, sondern ihr habt eben drei Optionen, die zieht ihr ganz einfach durch. Das war's, Andreas Riechenbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, bekannter als Mr. T, heute zum Thema Genieß doch einfach deine Weihnachten. Tada. Wenn es euch gefallen hat, ganz einfach abonnieren. Und regelmäßig habt ihr Mr. T im Haus.